Hey, wir wurden hochgestuft auf DEFCON 1. Planänderung. Wir starten jetzt. Admiral Janus sprach von einer Großoffensive des libyschen Regimes auf die Freiheitskämpfer in Benghazi. Aber bevor wir Kass fliegen können, müssen wir die Luftüberlegenheit erreichen. Normalerweise übernimmt die Air Force das, aber die ist hinter ihrem Zeitplan und die libysche Armee steht vor den Toren Benghazis. Anscheinend besitzt das Regime doch die Yak 130. Ob die einsatzbereit sind, weiß keiner. Stell dich also auf einen Dogfight ein. Die Marines lassen uns in Vortritt und bis die F-22 Raptors aus Rammstein eintreffen, dauert es noch 2 Stunden. Von den A-10s ganz zu schweigen. Gaddafi wird heute einen echt beschissenen Tag haben. Okay, rock and roll. Miami Center.